Was ist Religion? Religionsphilosophische und religionskritische Betrachtungen von Krishna Chandra. Rückentext der Broschüre. Religiosität ist oft vergangenheitsbezogen. Man wühlt in den Gerümpelkammern der Traditionen. Wo sie aber nicht wächst und sich entwickelt, zerfällt sie. Wie mit allem Leben, Stillstand ist Rückschritt und Tod. Es ist verkehrt und methodisch falsch, die theologische Aufgabe auf die bloße Nachahmung dessen zu beschränken, was unsere Vorfahren gemacht und getan haben. Religion ist in diesem Sinne immer ein gewagtes Unternehmen, ein Risiko, sich zur Terra Incognita zu begeben. Würde dies aber unterlassen, reduzierte sich spirituelles Wachstum auf eine Entwicklungsgeschichte des Dogmas, eine Erläuterung von etwas im Grunde bereits Gegebenen. Gäbe es ein derart statisches religiöses Bewusstsein, bestünde unsere Aufgabe einzig darin, zu entfalten, was bereits da und ein für allemal gegeben ist. Die physikalische Theorie eines sich ausbreitenden Universums gibt ein gutes Gleichnis ab für das, was sich auch auf ontologischer Ebene ständig vollzieht. Religiöses Wachsen ist nicht nur Evolution, Reform oder Verbesserung. Es ist echte Mutation, einen qualitativen Sprung in etwas ganz Neues. Die letzte religiöse Wahrheit fällt nicht in den Bereich lehrmäßiger Festlegungen oder gar individueller Befangenheiten. Deshalb kann es nur durch aufrichtiges Weiterwachsen unter seiner Führung erahnt werden. Religion wird oft nur betrachtet aus der Binnenperspektive der Befangenheit. Dieses Kompendium behandelt fundamentale Gedanken, die eine Grundlage bilden für den inneren Weg. Unabhängig davon, was für ein Glaubensgebäude man dann darauf erbaut. Inhalt: Einleitung. Was ist Religion? Frage nach Gott. Blaise Pascals Wette. Kritik der praktischen Vernunft. Was ist Religion? Funktion der Religion. 10 Gedankenschritte zur Funktion der Religion. Urvertrauen und apostolisches Glaubensbekenntnis. Gemeinsam Gott ehren. Religiöse Integration, religiöse Begegnung, religiöser Pluralismus, Begegnung der Religionen, religiöse Vielfalt, Ökumene, meine Religion und die andere. Kritischer Blick. Was ist eine gute Religion? Religionskritik. Dysfunktionale Religion, wenn Glaube krank macht. Wachsen. Tradition ist, das Feuer zu erhalten und nicht Asche zu verteidigen. Tradition und Traditionalismus, wenn der Weg zur Identifikation wird. Geheiligte Religion. Glaube und Bekenntnis. Nitya Dharma und Naimittiger Dharma. Sanatan Dharma, Ausklang. Weiterführende Literatur. Einleitung. Viele Menschen sind nicht aus einem bewussten Gotteshass Atheisten oder zumindest religiös gleichgültig geworden, sondern weil sie sich abgestoßen und verletzt fühlen durch das vermittelte Gottesbild und durch die bildhaften und metaphorischen Vorstellungen von Gott. Sie wollen sich von so einem projektiven Gottesbild lösen, nicht weil sie Gott verachten, sondern weil sie einen vollkommeneren Gottesbegriff fordern als den, der ihnen vermittelt wurde. Eigentlich ist dies die aufrichtige Gottessuche, die an einer fixierten Gottesvorstellung nicht stehen bleiben kann. Äußerlich mag dies zeitweilig oder sogar wie Nihilismus scheinen.
Was für eine Erleichterung, wenn da einem die heiligen Texte erläutern, dass nicht nur keine unserer Ideen, von den Bildern gar nicht zu reden, eine adäquate Vorstellung von Gott zu geben vermögen, und dass wir uns mit einer anthropomorphen Gotteserkenntnis nicht zufrieden geben dürfen. Religion darf die Vernunft nicht ausschließen, sonst wird es blinden Glauben, sondern soll ihr nur den richtigen Platz zuweisen. Glaube verlangt die Reinigung der Vernunft von hochmütiger Selbstüberschätzung. Nur eine Vernunft, die sich ihrer Grenzen bewusst ist, kann heute noch ernst genommen werden. Alles Zwingende ist der personalen Begegnung mit Gott nicht angemessen. Ein überwältigender Gottesbeweis, ein für jeden vernünftigen Menschen zum Glauben an Gott zwingendes Wunder oder Argument, würde dem Menschen die Freiheit auslöschen. Nicht die Logik also zwingt zum Glauben an Gott, obwohl viele Gründe dafür sprechen. Nicht die Mathematik und auch die Moral zwingt nicht zum Glauben an Gott. Auch die staatliche und kirchliche Macht haben längst nicht mehr den Einfluss, einem dazu zu zwingen. Nur ein wirklich erfahrbarer, wahrer und wirklicher Gott, der den Menschen in seiner Freiheit respektiert, kann die Antwort auf das Fragen des Menschen sein. Der Mensch kann sich ihm öffnen oder nicht, ihm vertrauen oder nicht, ihn bezweifeln oder an ihn glauben. Der Glaube ist nicht Leistung, sondern Geschenk Gottes an alle Wesen, die dafür empfänglich sein möchten. Der theologische Ausdruck für dieses Geschenk heißt Gnade. Die nachfolgenden Betrachtungen sollen die Sensibilisierung für den Einbruch dieser Gnade fördern. Gottes Offenbarung zur Seele hin ist absolut. Das Problem ist nur, dass in der Art und Weise, wie wir die Offenbarung verstehen, ein enormes Verzerrungspotenzial drin ist und diese Offenbarung zu etwas Relativem macht. Daher muss die Art und Weise, wie man Religion verstehen will, tief reflektiert werden. Das ist der Sinn der nachfolgenden Gedanken. Erster Teil: Was ist Religion? Frage nach Gott. Beim Gestorbenen spricht die Gesellschaft wohlerzogen von dem, der von uns gegangen ist, als hätte sich irgendwer verlaufen. In Wirklichkeit handelt es sich um nichts anderes als um eine verwesene Leiche. Was ist unsere wesentliche Existenz? Sind wir flüchtige Existenzen auf dem Weg zum alles verschlingenden Tod, auf dem Weg zur endgültigen, irreversiblen Auflösung, Material für Würmer und anderem Getier, das sich unserer Skelettierung annimmt? Sollen wir einfach tapfer, zynisch und gedankenlos weiterleben angesichts der unabwendbaren Katastrophe, die auf uns zukommt? Haben wir eine Identität, die vom Wandel nicht berührt ist? Gespräche über Gott gehen, wenn sie ernsthaft geführt werden, immer an die Substanz. Man kann sich da persönlich nicht heraushalten, wie etwa bei Gesprächen über die Gasvorkommen in Ostsibirien oder die eigene Briefmarkensammlung. Warum tut man das Böse nicht, wenn man absolut sicher sein könnte, nicht dabei erwischt zu werden? Warum kippt man Leichen nicht in den Sondermüll und macht aus Friedhöfen keine Kinderspielplätze? Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Wer wirklich an Gott glaubt, lebt anders als der, der nicht an Gott glaubt. Dennoch sind Menschen oft inkonsequent. Atheisten verplempern ihre kostbare Zeit für irrationale Bedenken, was nach dem Tod kommen möge. Und Gläubige leben einen Großteil ihres Lebens so, als gäbe es Gott nicht. Jeder Augenblick des Lebens ist unwiederholbar, ist von großem Wert.
Deshalb sind diese beiden Haltungen fatal. Man verschwendet unwiederbringliche Lebenszeit für einen Gott, den es gar nicht gibt. Oder ganz im Gegenteil, man verpasst sehendes Augens die große Chance seines Lebens, die Einladung Sri Govindas. Die meisten verstehen Religion nicht mehr als die Auseinandersetzung mit fundamentalen Fragen, sondern sehen sie als der verlegene Rat bei Katastrophen, langweilige Festtagsansprachen, mechanisches Ausführen tradierter Riten oder betuliches Gutmenschtum. Wir lernten die Religionen kennen, wie exotische Tiere in Bremstierleben. Und da gibt es noch den Kakadu. Exotisch und interessant. Aber eigentlich geht die Frage nach der Existenz Gottes, in Klammer, oder seiner Nicht-Existenz, uns alle ausnahmslos an. Religion ist nicht alltagsnützlich. Versunkenheit in Gott erhöht nicht die Alltagstauglichkeit, denn Nützlichkeit hat nichts mit Wahrheit zu tun. Blaise Pascals Wette. Die Menschen sind nicht bereit, sich von Erzählungen über Götter und Riesen trösten zu lassen und sind nicht bereit, das Unbekannte unbekannt bleiben zu lassen. So bauen sie Teleskope, Satelliten und Beschleuniger, verbringen endlose Stunden am Schreibtisch, um die Bedeutung der von ihnen gewonnenen Daten zu entschlüsseln. Das Bestreben, das Universum zu verstehen, hebt das menschliche Leben aus der Farce heraus und verleiht ihm einen Hauch von tragischer Würde. Je begreiflicher das Universum wird, anhand naturwissenschaftlicher Forschung, umso sinnloser erscheint es auch. Will man nun Forschung und Technologie einsetzen, um über die Sinnlosigkeit des Universums und die Tragik des Menschenlebens hinwegzuhelfen? Blaise Pascal wettet: Dio es oi il est pas. Gott ist oder er ist nicht. Beide Möglichkeiten sind allerdings ungewiss und die Vernunft kann hier nicht bestimmen. Auf was möchte man setzen? Man muss wählen. Es ist die fundamentalste Frage, da ihre Konsequenzen das Leben und all seine Werte formen. Viele Menschen in der heutigen Zeit setzen sich gar nicht mehr dieser Frage aus und leben einfach vor sich hin im Bemühen, möglichst viel Spaß auf dieser Erde zu erleben, gleichgültig, ob nun Gott existiert oder nicht. Das ist auch eine Entscheidung. If faut parier. Man muss setzen, sagt Blaise Pascal. Jelan est pas volontaire. Darin ist man nicht frei. Vos etes embarque. Sie sind mit im Boot. Und wie stehen die Chancen? Bei der Frage um Gott geht es um alles oder nichts. Um ewiges glückliches Leben oder um absolute Auflösung. Wenn man so lebt, als gäbe es Gott und in Wirklichkeit gibt es Gott gar nicht, dann hat man vielleicht einen gewissen Verlust an Lebensfreude zu beklagen. Meistens aber nicht einmal dies. Da sich letztlich alles in ein Nichts auflöst, existiert auch im Jetzt nicht wirklich Sinn. Man installiert sich in der Situation einfach so, damit man es möglichst bequem hat mit optimalem Genuss. Selbst dieser trägt allerdings bereits den Geschmack der Leere in sich, angesichts der bevorstehenden Auflösung in die irreversible Nicht-Existenz. Wenn man aber leichtsinnigerweise so lebt, als gäbe es Gott nicht und er in Wirklichkeit effektiv existiert, dann rennt man an der Realität vorbei. Pascal deklariert in seiner Wette, dass er, selbst wenn er keine anderen Informationen über die Existenz Gottes hätte, aus Vernunftsgründen mit dem ganzen Einsatz seines Lebens auf Gott setzen würde. Im Fall, dass er wirklich existiert, ist der Gewinn unendlich. Im Fall seiner Nicht-Existenz
gibt es keinen Verlust, dass sowieso alles Bemühen eine Illusion war. Pascal sagt, dass er persönlich aufgrund eines vernünftigen Glaubens auf Gott setze. Unendlichkeit gegen Null und Nichts. Das bedeutet nicht, dass man alles, wie es in den Traditionen verstanden und vermittelt wird, einfach annehmen und schlucken muss. Aber es ist eine Widmung der heiligen Essenz darin. Selbst wenn man keinerlei spirituellen Erfahrungen und Verwirklichungen hat, existiert dennoch ein Hoffen auf ein Sterben nicht in ein Nichts hinein, sondern durch die Türe des physischen Ablebens hindurch zu treten und weiter auf die Ewigkeit hinzuzuschreiten. Das verbleibende Risiko dieser Wette auf unbedingtes Vertrauen hin bin ich mir selbstverständlich bewusst. Aber ich bin der Überzeugung, dass selbst wenn ich im Tod die Wette verlöre, so hätte ich für mein Leben nichts verloren. Ich hätte in jedem Fall freier, sorgloser, sinnvoller gelebt, als wenn ich keinerlei Hoffnung gehabt hätte. Sterben ist Abschied nach innen, ist Einkehr und Heimkehr in den Urgrund und Ursprung der Welt, in die wahre Heimat, ein Abschied, den ich auch im Falle von physischem Schmerz doch in Gefasstheit und Ergebenheit, ohne Gejammer und Wehklagen und auch ohne Bitterkeit und Verzweiflung, in stiller Gewissheit und in großer Dankbarkeit und auch freudiger Erwartung begehen möchte. Kritik der praktischen Vernunft. Jeder Mensch kennt in sich das Bestreben, gut sein zu wollen. Damit ist nicht irgendetwas künstlich Anerzogenes gemeint, in Klammer, keine Introjektion, eine Übernahme von Werten, Wahrnehmungen und Einstellungen. Immanuel Kant ist der Auffassung, dass auch der sittlich völlig verwahrloste Raubmörder tief in seinem Herzen weiß, dass er nicht morden soll. Das Problem mit dysfunktionalen religiösen Überzeugungen ist, dass sie Sattva, in Klammer, der Bewusstseinszustand der Klarheit und der Nüchternheit, der Disidentifikation mit dem gegenwärtigen Lebensfilm, überspringen und somit weltliche Anschauungen verabsolutieren. Das führt dazu, dass dadurch die Grundhaltungen der Ethik verwischt werden, was selbst die größten Verbrechen nicht zu tun vermögen. Aus diesem Grund ist dysfunktionale Religion gefährlicher als alle Unmoral, denn sie überschreibt unsere intuitive Ethik. Gewiss kann man diese Grundahnung zeitweise mit Drogen, schlechter Erziehung und sonstigen Einflüssen einzuschläfern versuchen. Außerdem ist kein Mensch absolut sicher, ob er im nächsten Moment genau das, wovon er überzeugt ist, dass er es unbedingt tun solle, auch wirklich tun wird. Doch all das ändert nichts daran, dass jeder Mensch das fromme, ungebildete, alte Mütterchen und der Raubmörder, der König und der Sklave, der Intelligente und der Dumme, in sich dieses moralische Gesetz spürt. Dies nennt Kant den moralischen Imperativ. Dies ist ein inneres moralisches Gesetz. Kant schreibt: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Je öfter und anhaltender sich das Nachdenken somit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Jeder Mensch weiß also, dass er gut sein soll, auch wenn es im Moment aus irgendwelchen Gründen auch nicht immer ist. Für diese in jedem Menschen angelegte geistige Überzeugung gibt es keine Begründung. Sie ist einfach unbezweifelbar da. Sie ist, wie Kant das nennt, das Faktum der praktischen Vernunft. Diese Einsicht aber ist höchst folgenreich. Sie hat drei unvermeidliche Konsequenzen, die Kant
Postulate nennt. Das moralische Gesetz kann nur dann vernünftig sein, wenn es erstens die Freiheit des Menschen gibt, wenn es zweitens die Unsterblichkeit der Seele gibt und wenn es drittens schließlich auch Gott gibt. Das tiefe innere Bestreben, gut sein zu sollen, setzt natürlich die Freiheit des Menschen voraus. Gemäß dem moralischen Gesetz, also gut oder gegen das moralische Gesetz, also böse, zu handeln. Ohne Freiheit keine Moral. Kant folgert da logisch noch weiter. Freiheit ist gerade nicht die Freiheit, zu tun und zu lassen, wozu man gerade Lust hat, denn Lust nennt Kant Naturkausalität, also Unfreiheit. Da gibt es halt noch gewisse Hormone, den gefühlten oder ungefühlten Zustand des Magens, in Klammer Sinnenbedürfnisse, die aus Angst vor Strafe antrainierten, wohlanständigen Verhaltensweisen, von denen man gelernt hat, dass man dann ein gutes Kind ist, und auch die Sozialisation, die einen immer wieder in bestimmte Bahnen konditioniert. Kant sagt, dass nichts von dem auch nur das Geringste mit Freiheit zu tun hätte. Im Gegenteil, Freiheit in jenem hohen moralischen Sinne heißt gerade, dem widerstehen zu können, wozu einem die Naturkausalität in diesem Moment bringen will. Wenn man sehr großen Hunger hat und neben dem Tisch, auf dem das köstliche Essen steht, ein verhungerndes Kind sitzt, in Klammer, auch wenn es geografisch an einem ganz anderen Ort ist, dann spürt man, dass man die moralische Pflicht hat, dem Kind zu essen zu geben. Wenn man das tut, dann handelt man frei. Doch handelt man natürlich auch frei, wenn man seinem Egoismus nachgeht. Es wäre dann die Entscheidung zum Bösen. Eine Entscheidung, nicht den inneren Barometer des Gewissens zu folgen. Man hat sich entschieden, für die Naturkausalität seines Hungergefühls oder seinem sinnlichen Stimulus. Man hat sich für die Bequemlichkeit des Ichs entschieden, mit der gesamten Konsequenz des damit verknüpften Wertesystems. Kant beschreibt die Situation sogar noch exakter. Er würde bei einer wirklich guten Handlung darauf bestehen, dass keine Presse und überhaupt niemand dabei ist, der einen ausschließend für die ach so gute Tat loben wird. Denn sonst ist man vielleicht nur gut um des Lobes oder seines gesellschaftlichen Status willen und nicht aus dem reinen inneren Gewissen heraus. Man soll auch nicht hinausschauen, ob das Kind einen während der guten Tat anlächelt, denn wenn man um des Lächelns willen handelt, ist das ebenfalls kein moralisch gutes Handeln aus reiner Pflicht. In Klammer Bhagavad Gita 17,20-21. Man mag diese Gedanken für pingelig halten, doch für Kant ist es die entscheidende Grundlage seiner Weltanschauung. Ist alle Moral bloß eine moralisch angestrichene, subtile Form des Egoismus, oder gibt es Moral wirklich im Sinne einer innersten Direktive, als eine angeborene Führung? Kant bejaht dies, und damit bejaht er auch die wirkliche Freiheit. Kant war aber nicht weltfremd. Er wusste um die uralte Erfahrung der Menschheit, dass moralisches Verhalten in diesem Leben zumeist nicht zum Glück des moralischen Menschen führt. Das ist die Überleitung zum zweiten Postulat, die Unsterblichkeit der Seele. Denn gutes Handeln führt nicht immer zu Glück. Wenn es aber dennoch Gerechtigkeit gibt, kann man nicht nur die eingeschränkte Perspektive dieses einen Lebens betrachten. Wenn mit dem Tod alles aus wäre, dann wäre moralisches Verhalten diese innere Pflicht, das ja nach Kant gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass es die Lust nicht unbedingt immer vermehrt, eine riesige Dummheit und unvernünftig.
Das moralische Gesetz, das man als verbindlich erlebt, wäre zugleich ein Irrsinn. Wenn man das moralische Gesetz nicht einfach nur als ein antrainiertes soziales Regulativ, welches letztlich absolut irrelevant ist, versteht, sondern als unbedingt verpflichtend und es vernünftig findet, danach auch zu handeln, dann muss man zwingend von der Unsterblichkeit der Seele ausgehen. Nur durch die Überzeugung von der Unsterblichkeit der Seele ist Moralität vernünftig, da man die Folgen seines guten und bösen Handelns persönlich weiterträgt. Verantwortung geht über dieses eine Erdenleben hinaus. Damit ist klar, dass die Freiheit des Menschen und die Unsterblichkeit der Seele sich logisch zwingend aus der Überzeugung jedes Menschen ergeben, eigentlich gut sein zu sollen. Die ersten beiden Postulate reichen noch nicht. Wer soll denn wirklich sicherstellen, was der unsterblichen Seele nach dem Tod des moralisch guten Menschen Gerechtigkeit widerfährt? Welche Instanz bestimmt, was wirklich eine gute Handlung ist und was nicht? Die Instanz, die dies vermag, muss allmächtig und allgütig sein. Und eine solche Instanz nennen die Menschen seit Urzeiten Gott. Somit sind Freiheit, Unsterblichkeit und Gott die natürlichen Schlussfolgerungen, in Klammer Postulate, aus der Beobachtung des inhärenten inneren moralischen Gesetzes. Oder umgekehrt gesagt, es wäre irrsinnig, dieses Gesetz zu befolgen, wenn man nicht zugleich genauso fest von der Freiheit des Menschen, der Unsterblichkeit der Seele und von der Existenz Gottes ausgehen würde. Was ist Religion? Religion ist der Weg, den der Mensch folgt, um zu seiner transzendenten Bestimmung zu gelangen, in Klammer Heilspfad. Die menschliche Grundbefindlichkeit ist weder wie sie sein sollte, noch wie sie sein könnte. Diese Erkenntnis erzeugt die Dringlichkeit des Anliegens. Das Bedürfnis des Transzendierens der gegenwärtigen Situation. Religion ist in dem Sinn das Grundbedürfnis des Menschen. Der Mensch, so, ist ein unfertiges Wesen, in Vorläufigkeit. Es ist keine Situation des Weilens, denn eine noch unerreichte Wirklichkeit erwartet ihn. Er ist ein Seiendes, das noch wächst und als Pilger unterwegs ist. Der Mensch braucht eine radikale Umwandlung. Religion ist dynamische Bewegung auf das Eschaton hin, die aus der Unzufriedenheit mit dem Status quo hervorgeht. Der Mensch ist mehr als bloßer Mensch. Will er sich auf sein Menschsein beschränken, degeneriert er in eine Sinnlosigkeit der Endlichkeit. Der Ruf Gottes macht ihn unruhig. Er ist zu Theosis, in Klammer Vergöttlichung, berufen. Der Mensch kann seinen Status quo nicht als etwas Endgültiges verstehen. Immer ist Raum für Veränderung, Wandel, Reue, Umkehr, Hoffnung, Erlösung. Der Mensch existiert, in Klammer, existiere bedeutet heraustreten, das ist seine Bestimmung. Gott wird nie Gott, aber der Mensch wird, was er noch nicht ist. Der Ruf der Religion fordert, nicht weiter in der Befangenheit der kulturellen und konfessionellen Inseln zu denken. Nicht in provinzialem Denken, sondern in universalen, in Klammer, auf ihn hinzu, verstehen. Dieser Pfad umfasst drei Elemente, Doppelpunkt. Erstens, eine Schau des Menschen, wie er sich selber sieht, in seinem Sein vorfindet und wie er die Welt versteht, in Klammer Sambandha. Zweitens, eine gewisse, mehr oder weniger entwickelte Vorstellung über das letzte Ziel, in Klammer Eschaton, den endgültigen Zustand des Menschen, in Klammer Prayojana. Drittens,
die Mittel dahin zu gelangen, den Weg in dieses Bewusstsein einzutreten, in Klammer Abhidhya. Diese drei Grundelemente finden sich als Ansatz in jeder Tradition oder Konfession. Selbst in nicht-theistischen Traditionen, wo die Seele und Gott nicht erwähnt werden, finden sich diese Elemente. Zum Beispiel im Buddhismus. Erstens Anatma Vat, in Klammer Nicht-Substantialität allen Seienden. Zweitens anthropokosmische Grunderfahrung des Sarva-Dukkha, in Klammer Alles ist Leid, und der Sehnsucht der Auflösung davon. Sunyavat, der Pfad der völligen Auslöschung des Seins, ist nicht philosophischer Nihilismus und nicht metaphysischer Agnostizismus. Alles, was in den Bereich unserer Erfahrung fällt, ist leer und frei von jeder ihr übergestülpten und erhofften Beständigkeit, mit der wir unser vergängliches Sein auszuschmücken geneigt sind. Drittens, moralische Verpflichtung in Form des achtfachen Pfades. Aus der Perspektive des Theismus, in Klammer Sanatan Dharma, erstens, Loslösung aus der falschen Identität der Identifikation mit grob und feinstofflicher Materie, daraus resultiert Atma Bhav, das Wahrnehmen, noch nie etwas anderes gewesen zu sein als eine ewige Seele. Diese Seele hat eine ewige Form. Alle Lebewesen, in Klammer Jivas, sind winzig kleine, bewusste und ewige Teile Gottes. In dieser Welt beseelen sie alle Körperformen, also auch Tiere, Pflanzen. Sie behalten ihre Identität bei, auch nach der Befreiung des Kreislaufes der Wiedergeburten. Wenn ihre aufgesetzte materielle Identifikation mit dieser Welt, die nur eine Bedeckung der Seele darstellt, vollkommen abgelegt ist, manifestiert sich erst deren wahre Individualität, in Klammer Svarupa. Die materielle Schöpfung und selbst die Täuschung der Maya, in Klammer die Ausblendung Gottes und das Konzept, irgendetwas sei nicht in Verbindung mit Gott, sind von Gott für Seelen zur Verfügung gestellt, wenn sie gleichgültig zu seiner Wirklichkeit sein möchten. Zweitens, das Ziel ist Prema, in Klammer, reine Gottesliebe. Das Ewige, in Klammer, die individuelle Seele in ihrer ursprünglichen Stellung frei von jeglicher Identifikation mit Materie, mit dem Ewigen, in Klammer, der höchsten Persönlichkeit Gottes, in einer ewigen Sphäre einen liebevollen Austausch pflegt. Die Seele erfährt darin Rasa, eine ewige außergewöhnliche Freude mit Gott, gemäß seiner in ihm wie ein Same angelegter Stai Bhav, in Klammer, ewige Beziehung zu Gott. Drittens, die Seele kann bereits in dieser Welt mit der Energie der Wirklichkeit in Berührung sein. Das nennt man Sadhana. Die Pfade, die Gott aus seinem Mitgefühl zu allen Seelen in dieser Welt hineinlegt, als Möglichkeit der Rückkehr, sind unbegrenzt. Sie sind so konzipiert, dass unabhängig der Verhaftung und des Hineinprojizierens der Seele in die Materie, jede Seele ein Interesse finden kann und angesprochen wird. Alle Yoga-Pfade sind angelegt wie eine Leiter mit verschiedenen Sprossen, die die Seele durch verschiedene Verwirklichungen hindurchführt. Funktion der Religion. Lange wurde Religion nur als Projektion, Entfremdung, soziale Repression, Regression oder psychische Unreife gleichgesetzt und somit als erledigt betrachtet. Erst später konstatiert man selber, dass man sich damit seiner eigenen metaphysischen und epistemologischen Wurzeln entbunden hat. Zwar wurde die Religion, weil in Opposition zur Naturwissenschaft, Technologie, Industrie,
Fortschritt an sich in der Moderne verständlicherweise zunehmend ignoriert, verdrängt und aus dem Alltagsbewusstsein evakuiert. Aber in der Postmoderne stellt sich die Frage erneut: Welche Zukunft hat die Religion? Welchen Zweck? Religionen können gewiss autoritär, tyrannisch und reaktionär sein und waren es allzu oft. Sie können Angst, Engstirnigkeit, Intoleranz, Ungerechtigkeit, Frustration und soziale Abstinenz produzieren. Können Unmoral, gesellschaftliche Missstände und Krieg in einem Volk oder zwischen Völkern legitimieren und inspirieren. Religionen können sich aber auch befreien, zukunftsorientiert und menschenfreundlich auswirken und haben es oft getan. Sie können Lebensvertrauen, Weitherzigkeit, Toleranz, Solidarität, Kreativität und soziales Engagement aufbauen und können geistige Erneuerung, gesellschaftliche Reformen und den Weltfrieden fördern. Religion vermag eine spezifische Tiefendimension, einen umfassenden Deutungshorizont zu vermitteln, auch angesichts von Leid, Ungerechtigkeit, Schuld und Sinnlosigkeit, und kann auch einen letzten Lebenssinn, auch angesichts des Todes, zu geben, das Woher und Wohin unseres Daseins. Religion vermag oberste Werte, unbedingte Normen, tiefste Motivation und höchste Ideale zu garantieren. Das, warum und wozu unsere Verantwortung. Religion vermag durch Erfahrungen, in Klammer Erlebnisspiritualität, Zeremonien und religiöse Ausführungen, ein Zuhause des Vertrauens, des Glaubens bis hin zur verwirklichten Gewissheit, aber auch Geborgenheit und Hoffnung zu schaffen. Eine geistige Heimat in einer fluktuierenden Welt. Religion vermag Protest und Widerstand gegen Unrechtsverhältnisse zu begründen, die schon jetzt wirksame, unstillbare Sehnsucht nach dem ganz anderen. Echte Religion, die sich auf das Absolute bezieht, unterscheidet sich wesentlich von Quasi- oder Scheinreligion, die etwas Relatives verabsolutiert, vergöttlicht. Definition: Religion ist ein kulturelles, in Klammer, in der Geschichte des Menschen haben auch sie ihren Anfang und Gott offenbart sie gemäß Ort, Zeit, Rezeptivität und Umständen, Zeichensystem, in Klammer Riten, Rituale, Gesetz, das Lebensgewinn durch Entsprechung zu einer letztlichen Wirklichkeit verheißt. Es gibt primäre und sekundäre Wirkungen, in Klammer Lebensgewinn, der Religion. Diejenigen, welche sich auf die Erfahrung des Menschen hinbeziehen und ihm einen praktischen Lebensgewinn wie Gesundheit, Hilfe und Stressenthebung schenken, sind sekundär. Der Lebensgewinn, welche allein aus der erwachten Beziehung der Seele zu Gott resultiert, wird primär genannt. Und wenn die Seele diese Fundamentalwerte erfährt, wird es absolut irrelevant, ob man die sekundären Lebensgewinne erhält oder auch nicht. Es wird irrelevant, ob man gesund oder krank ist, ob man lebt oder stirbt, in Klammer, siehe Shikshastakam Vers 4 oder Manasa Deha Geho, Vers 3. Diese Werte, die einen über die Banalitätserfahrung des Angenehmen und des Unangenehmen in der angestammten Positionierung des Ichs hinausheben, sind Wahrheit und Liebe, Identitätsgewinn in der Wandelwelt aufgrund der Beziehung zu Gott und dem dadurch einem zugeteilten Platz im Universum. Dieser primäre Lebensgewinn ist gemäß Srimad Bhagavatam in Klammer 1.2.6 ununterbrochen und ohne eine Nebenmotivation. Rupa Goswami definiert dies folgendermaßen: Anya Bilasita Shunyam Jnana Karmadi Anamritam Anukulyena Krishna Anushilanam Bhaktir Uttama.
Der kontinuierliche, natürliche, spontane, ununterbrochene Fluss, in Klammer, so wie Honig aus dem Honigglas herausfließt, des Bewusstseins und aller Bemühungen des Körpers, des Geistes, in Klammer, der inneren Gemütsstimmungen und aller Worte ganz allein zur Freude von Sri Krishna wird reine Bhakti genannt. Reine Hingabe ist das Tun, das ohne irgendwelche materiellen Wünsche, die einem von seiner Wesensnatur entfremden, nämlich der Ambition, irgendetwas von Gott zu bekommen und dem Fliehen vor etwas bewahrt zu werden, rein zur Freude Gottes ausgeführt wird. Weitere Definitionen: Religion hält den Glauben an verborgene Ordnung der Dinge aufrecht. Religion hält den Sinn für Orte kognitiver Irritation wach. Sie provoziert durch Zeugnisse vom Einbrechen einer ganz anderen Welt in diese Welt hinein. Religion gibt eine Geborgenheit der Ewigkeit inmitten der Zeitweiligkeit. Aus ihr erwächst deshalb die Fähigkeit der Toleranz, der Einsicht des Nicht-Reagieren-Müssens auf das Kommen und Gehen der Phänomene. Religion schenkt das Grundvertrauen, dass die universale und auch die menschlichen Abläufe nicht einfach nur eine Zufallsherrschaft des Kosmos ist, sondern in höheren bewusster Führung und Kontrolle. Das ergibt eine Sinnhaftigkeit im Geschehen des Schicksals. Die Echtheit dieses Grundvertrauens zeigt sich in den Grenzsituationen, in Klammer Tod, Angst, Trauer, Schuld, Versagen, Verzweiflung, in welchen den innerweltlichen Ansätzen der Fundiertheit fehlt, die Stille und Unberührtheit zu bewahren. Religion legitimiert Verhaltensformen, legt Grundlage zur Nächstenliebe. Diese fundamentalen Grundwerte regeln die Sozialisation des Einzelnen und dienen der Konfliktregelung im Kollektiven. Hauptsächlich aber ist Religion der Transzendenzbezug der Seele. Sie klärt die Fundamentalbeziehung zur Welt und zu ihrem Ursprung. Es ist aber wichtig, sich von einseitiger Funktionsbestimmung der Religion freizumachen. Sie dient nicht zur Stabilisierung des Denkens. Sie ist immer auch Provokation. Sie dient nicht zur Bewältigung von Krisen. Sie kann auch schwere Erschütterungen und Prüfungen evozieren. Sie beruhigt nicht nur vor metaphysischer Unruhe. Sie ist auch Askese und Aufruf zum letztendlichen Exodus. Religion kann durch das Lehren von Fundamentalwerten Brücken bauen, aber auch mir Fundamentalismus Aggression schüren. Sie lehrt nicht nur Wertekonformismus. Sie hat auch einen revolutionären Impuls, der alle Werte in Frage stellt. Sie macht die Welt Gottes transparent. Seine Gegenwart ist auch im Hier erfahrbar. Sie lehrt aber auch Gottes Unbegreiflichkeit, dass er immer der ganz andere ist. 10 Gedankenschritte zur Funktion der Religion. Erstens: Religion ist Sanatan Dharma. Dharma bezeichnet die unzertrennliche Eigenschaft von etwas. Sanatan heißt ewig. Sanatan Dharma bezeichnet die inhärente Wesensheit der Seele, die ewige Religion des Lebewesens. Was nie geschaffen oder gegründet wird, das, was untrennbar mit der Seele verbunden ist. Man mag es zwar vorübergehend vergessen wollen, wofür einen Gott auch die Möglichkeit dafür schenkt, die Seele hat ein Recht auf Unwissenheit. Aber auch im unnatürlichen Zustand der Illusion ist die Grundmotivation hinter allen Handeln noch immer die Erfülltheit, welche im Austausch mit Gott zu erfahren ist. Das Heilige ist auch der Antrieb hinter allem materialistischen Handeln. Sanatan Dharma sind ewig anwendbare spirituelle Prinzipien, jenseits von konfessioneller Festlegung und Vereinnahmung, in Klammer Srimad-Bhagavatam 1.2.6. Zweitens: Viveka, in Klammer
Unterscheidungskraft. Viveka bedeutet das klare Unterscheiden zwischen Avastava Vastu, in Klammer Nicht-Substanz, Dingen also, die sich manifestieren und wieder vergehen, die Änderung unterworfen sind, und Vastava Vastu, in Klammer ewiger unvergänglicher Substanz, in Klammer Srimad Bhagavatam 1.1.2. Drittens, was ist Avastava Vastu? Die unbeständigen Manifestationen der Prakriti, in Klammer, der materiellen Natur, alle Formen und Zustände der materiellen Energie. Die Beschäftigung mit Avastava Vastu, dem Reagieren auf diese vorbeiziehenden Umstände und die mentale Aufwühlung an ihnen, ist die größte Zeitverschwendung für das Lebewesen. Viertens, was ist Vastava Vastu? Gott, das Lebewesen und alle Energien Gottes, in Klammer, Antaranga Shakti, seine innere Kraft, welche die ewige Gotteswelt konstituiert. Bahiranga Shakti, seine äußere Kraft, die Gesamtheit der Materie, die materielle Schöpfung, welche Gott Seelen, die in Gleichgültigkeit zur Wirklichkeit leben wollen, zur Verfügung stellt. Auch die materielle Energie ist reell, ist Substanz, in Klammer, Bhagavad Gita 7.14. Nur die verschiedenen Formen, welche in unendlicher Veränderungen sind, wie Blasen auf den Wellen des Ozeans, gehören der Nichtsubstanz an. Aber das Grundmaterial, Material, auf welchem all diese Veränderungen geschehen, ist ewig. Fünftens. Religion ist die Svabhav, in Klammer, wesensgemäße Natur, von Vastava Vastu. Das Wesen des Ewigen ist es, Austausch zu haben. Wenn das Lebewesen in der materiellen Welt sich wieder der natürlichen Ordnung der Beziehung zur Wirklichkeit eingibt, erlangt es sich selbst. Die ewige Funktion des Lebewesens ist es, ein Diener von Sri Krishna zu sein und mit ihm in liebevollen Austausch zu stehen. Sechstens, warum ist dies nicht die Erfahrung der Seele in der Welt? Wenn Substanz mit einer anderen Substanz in Berührung kommt oder nur schon in dessen Nähe sich befindet, gibt es Vikara, in Klammer, Beeinflussung, Transformation. Dann nimmt die Substanz zeitweilig, im Falle von Jiva Sambandha Vikara, der Veränderung in der Natur des ewigen Lebewesens, können dies Millionen von Leben sein, eine angenommene, erworbene Natur an. Diese nennt man Nisarga. Wasser kann in Berührung mit Feuer verdampfen. Oder es kann zu Eis werden, wenn es Kälte ausgesetzt wird. Die Svabhav, in Klammer wesensgemäße Natur, geht dann in eine latente Position ein. Was tut dann das Lebewesen in Nisarga, in Klammer, in der unnatürlichen, übergestülpten Identifikation, welche Leid ist? Karma, Gyan und Yoga, in Klammer, Weltbejahung, Weltverneinung und der Versuch, Kontrolle über die Welt zu erlangen. Dann wird Nisarga aufgrund von Gewohnheit zur zweiten Natur und scheint wie natürlich zu sein. Siebtens. Religion ist das ewige Liebesangebot Gottes, das sogar innerhalb der Prakriti, in Klammer, der Wandelwelt, zugänglich ist. Die Schöpfung wird immer aufgelöst, wenn Sanatan Dharma in dieser Schöpfung nicht mehr zugänglich ist. Die Schöpfung hat zwei Grundzwecke: die Möglichkeit des Vergessens und die Möglichkeit der Wiedererinnerung. Sanatan Dharma ist auch in der Scheinidentität von Nisarga verständlich, da der Kontakt mit ihr in der Seele Gada Samskaras, in Klammer inhärente, intrinsische Erinnerung in der Seele wachruft, welche eine ganz tiefe Bestätigung geben. Achtens.
Die Entwicklung dieser aufgewachten Sehnsucht wird in 9 Abschnitte gegliedert, welche nicht linear durchlaufen werden, und die vorangegangenen Schritte sind auch niemals abgeschlossen, in Klammer, außer Anartha Nivritti. Shraddha, in Klammer, Vertrauen, Sadhu Sangha, in Klammer, Gemeinschaft mit Heiligen, Bhajana Kriya, in Klammer, in Anleitung der Heiligen wird man in eine Theopraxis eingeführt, Anartha Nivritti, in Klammer, das Überwinden der Wertlosigkeit, das heißt Anhaftungen und Fehlauffassungen, Nishtha, in Klammer, Stetigkeit, Ruchi, in Klammer, einen tiefen Geschmack an der Theopraxis, Ashakti, in Klammer, Anhaftung an Gott, Bhav, in Klammer, emotionales Involviertsein, Prema, in Klammer, reine Liebe zu Gott. 9. Bhakti ist nicht die Vritti, in Klammer, Aktivität der Seele. Wenn das Lebewesen glaubt, Bhakti ausführen zu können, nennt man sein Bemühen Indriya Vyapara Bhakti. Transzendentale Bhakti ist Krishna Anushilanam, die Kultivierung unserer Aktivität des Körpers, Worte und Gedanken und Gefühlen in Verbindung mit Sri Krishna unter Anugatya, in Klammer, Anleitung einer selbstverwirklichten Seele, in Klammer, in Swarup Siddhi. Bhakti ist Avaroha Panta, in Klammer, in der völligen Hingabe geschenkt bekommene Einwirkung Gottes. Was ist das Dharma, in Klammer, die finale Bestimmung der Seele? Prema, in Klammer, reine Gottesliebe. Und diese hat ein Objekt. Solange die Seele nicht mit dem Objekt seiner Prema zusammenkommt, kann sich sein Dharma, in Klammer, seine letztliche Bestimmung nicht manifestieren. Es muss also mit Krishna und Krishnas innerer Energie Kontakt haben. Und dieser Kontakt innerhalb der materiellen Welt wird Sadhu Sangha, in Klammer, Gemeinschaft mit einer selbstverwirklichten Seele, genannt. 10. Wenn Bhakti die Seele berührt, wird die ewige Form des Lebewesens offenbar, in Klammer, Swarup Siddhi. Dann beginnt die Seele in der Wirklichkeit der ewigen Gotteswelt zu handeln, in Klammer, Vastu Siddhi. Urvertrauen und apostolisches Glaubensbekenntnis. Spirituelle Gemeinschaft funktioniert nur, wenn die Seelen, mit denen wir Sangha haben, genug menschliche Reife aufweisen und durch die ausgeprägte Individualität des anderen nicht in Frage gestellt wird. Für gewisse Spiritualisten stellen die individuellen Lern- und Wachstumsphasen einer anderen Seele eine Bedrohung dar. Und Menschen, die sich angegriffen fühlen, können sehr grausam werden, speziell wenn ihre religiöse Identität, das bisherige Glaubensbekenntnis, in Frage gestellt wird. Damit freie Gemeinschaft ermöglicht wird, bedingt das die Abkopplung vom Gruppenabhängigkeitsgefühl und die Festigung in der individuellen Beziehung zu Gott. Es benötigt die Selbstverankerung in eigenen Erfahrungen und ein Respektieren der inneren Lebensspur, dem innersten Gewissen, in Klammer, die Taubheit der inneren Führung gegenüber, wird im Lateinischen absurdus genannt. Die Gewissheit des Herzens sprengt mit großer Wahrscheinlichkeit die Norm und die Form, die religiösen Vorgaben. Gemeinschaft auf dieser Grundlage ist nicht geprägt von ständigem Beurteilen der anderen, in Klammer, gerade in spirituellen Gemeinschaften erlebt man die Glaubensbrüder oft als restriktives Glaubenskomitee. Da man Eigenheit wirklich erlebt und von der Eigenheit der anderen nicht bedroht wird. Die unterschiedlichsten individuellen Ansätze werden harmonisiert in der Ausrichtung auf den alles verbindenden Urquell. Auf diesem Grundgefühl erst
kann man ein wirklich suchender sein, offen für die Wirklichkeit und nicht befangen vom religiösen System. Der aufrichtig Suchende wird vieles in Frage stellen müssen. Vieles der Theopraxis mag sogar wegfallen, und doch macht er die Erfahrung, dass er sich nicht abgetrennt von der Gottesbeziehung. Man kann zur gleichen Zeit Kritiker als auch Glaubender sein. Die beiden schließen sich nicht aus und bedingen sich vielleicht sogar. Bhaktivinoda Thakur konnte eine kritische Askese seiner eigenen Tradition machen und dennoch, in Klammer, oder deswegen, ein ganz tiefer Glaubender bleiben. Immer wieder sind spirituelle Weggefährten zu mir gekommen und bekamen einen Glaubensschock, als ich ihnen die Passagen aus der Einleitung der Krishna Samhita vorlas, wo Bhaktivinoda Thakur sagt, dass das Srimad Bhagavatam nur 1000 Jahre alt ist, in der vorliegenden Form, und dass es auch nicht von Vedavas verfasst wurde. Diese Apostase, in Klammer Glaubenskrise, wurde dadurch ausgelöst, wenn Menschen ihre heilige Überzeugung, ihr Glaube an das gesamte idealisierte Dogma, an die Gesamtdoktrin gehängt haben. Und wenn nur ein kleiner Teil nur in Frage gestellt wird, droht das ganze Gebäude zusammenzustürzen. Im Festhalten an eine Glaubensdoktrin kann die Differenzierung der Anschauung, von dem der gesamte innere Fortschritt abhängt, nicht mehr geschehen. Srila Bhaktivinoda Thakur aber teilte den gesamten Inhalt aller heiligen Texte in zwei Grundkategorien ein, in Klammer, aus Krishna Samhita, Einleitung und der Bhagavat. Artha Prat. Damit meint er das apostolische Glaubensbekenntnis, die kumulative Tradition, in welcher die ewige Wahrheit erwachsen ist. Dies sind die relativen Aussagen der heiligen Schriften, die gemäß Bhaktivinoda Thakur die ersten 9 Themen des Bhagavatam umfassen, in Klammer, siehe Srimad Bhagavatam 2.10.1. Dazu gehört offensichtlich auch das Alter der heiligen Schriften und ihre Autorenschaft. Dieser Teil der Schrift muss auch Bestandteil der menschlichen Analyse werden, soll kritisch beleuchtet sein und auch in Frage gestellt werden. Selbst wenn durch die kritische Betrachtung die menschengemachte brüchige Unversehrtheit verloren ginge, wäre das Grundvertrauen der Transzendenzbezug der Seele zu Gott hin dennoch vollständig unberührt. Als Beispiel für Artha Prat führt Bhaktivinoda Thakur einen Vers des Srimad Bhagavatam an, in Klammer 12.1.19, in welchem beschrieben wird, dass eine bestimmte Königsdynastie in neuerer Zeit für 345 Jahre regieren werde. Der erste Kommentator des Bhagavatam, der mancherorts als sakrosankt gilt, bestätigt diese Aussage. Bhaktivinoda Thakur widerspricht nun beiden und erklärt aufgrund historischer Berechnungen diese Aussage als falsch. Ebenso als Artha Prat erklärt Bhaktivinoda Thakur die vedischen Beschreibungen der Himmel und der Hölle. Dies seien gemacht worden, um religiöse Praktikanten zur Moral zu erziehen, mit der Strategie der Belohnung und der Bestrafung. Folgedessen dürfe man solche Aussagen, in Klammer, wie zum Beispiel im Srimad Bhagavatam 5.26, nicht wörtlich verstehen. Sehr offensichtliche Beispiele für Artha Prat findet man zum Beispiel auch in den Büchern von Srila Prabhupada. Er schreibt dort, dass in jedem Universum nur eine Sonne existiere und dass alle Sterne, die man im Nachthimmel sehe, nur das Sonnenlicht reflektieren. In Klammer, Erläuterung zu Srimad Bhagavatam 3.15.2 und 5.16.4. In den Artha Prat-Bereichen hinein fällt auch die gesamte Historizität einer religiösen Tradition,
welche dem kritischen Blick nicht entzogen werden darf und nicht ideologisiert behandelt werden soll. Der zweite Teil heißt Param Artha Prat. Damit wird der Transzendenzbezug gemeint, der nicht auf Struktur angewiesen ist. Es ist das Erleben, Seele zu sein und in jedem Moment im Austausch mit dem Ewigen gegenüber, Gott, zu stehen. Dieser Bereich ist absolut, transzendental und übersteigt den Erfassungsbereich des menschlichen Geistes. Das Urvertrauen ist die natürliche Grundeigenschaft der Seele. Es ist Wesensnatur. Aber das apostolische Glaubensbekenntnis, in Klammer Artha Prat, ist eine mentale Tätigkeit, ein Festhalten am Bestimmten und wie es sich in der Geschichte immer wieder herausstellte, unwahren Ideen und Idealen. Die Confessio mag aber ein Ausdruck des Grundvertrauens sein, genauso wie es religiöse Architektur, Musik und Tanz auch sind. Bhaktivinoda Thakur macht die subtile, doch wesentliche Unterscheidung zwischen kumulativer Tradition, in Klammer, eine Tradition, die sich in der menschlichen Geschichte entwickelt hat, aber auch deren Zerfalls- und Abnutzungserscheinungen aufweist, apostolischen Glaubensbekenntnis und dem Urvertrauen. Dadurch eröffnet er die Türe für die Möglichkeit einer empirischen kritischen Exegese. Das Glaubensbekenntnis, in Klammer Artha Prat, ist Teil dieser Welt und darf und muss sogar der religiöse Imperativ der ständigen Suche fordert danach, kritisch betrachtet werden. Es verändert sich auch in der Historie und wird geformt. Wer diese Confessio, in Klammer Artha Prat, in seinem inneren Weg nicht von Religio, dem Paramartha Prat, zu trennen vermag, der kommt in eine Glaubenskrise, wenn die Anschauung oder nur schon Teile der Überzeugung in Frage gestellt werden. Wenn jemand sein Vertrauen auf relative, von Menschen gemachte Grundlagen stellt, deren Natur der Wandel ist, muss er natürlicherweise Angst haben vor jeder neuen Anschauung und seine Spiritualität beschränkt sich auf den Kampf des Festhaltens. Der kleinste Widerspruch innerhalb der Schriften, Uneinigkeiten in den Kommentaren der Heiligen oder ein geringer Fehler dieser Heiligen in ihren Büchern, in Klammer, die aus dem Blickwinkel der kritischen Exegese natürlicherweise en masse anzutreffen sind, würde das Vertrauen schwächen. Deswegen wird es lieber verdrängt und ignoriert, und die Auseinandersetzung damit wird dann oft vermieden mittels Verleumdung der Kritiker. Wenn die Krishna-Bhakti unter aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts ernst genommen werden soll, dann muss es für die kritische Exegese der Tradition des Artha Prat offen sein. Das Festhalten an Worten, an einzelnen Aussagen ohne den Sinn des Zusammenhanges und ohne reflektierte Interpretation, sowie auch die allzu wörtliche Übersetzung der Auslegung der Buchstabenglaube, muss überwunden werden, um das Paramartha Prat, den ewigen Inhalt des Krishna-Bewusstseins, nicht nur Blindgläubigen, in Klammer, die oft durch den Leidensdruck ihrer Unversöhntheit mit der Welt sich daran festklammern, sondern auch wachen und aufrichtig suchenden Menschen zugänglich zu machen. Bhaktivinoda Thakur hat mit seinen Ausführungen vor 150 Jahren sicher eine Türe dazu eröffnet.